Es ist wieder Quickie-Unboxing-Zeit mit Tanja und Familie Enterich natürlich. Und wir haben hier heute Snowware, ist eine Kartenspielneuheit von NSV. Und ich bin schon gespannt. Hier steht drauf, no Plastik. Also, ich zeige es euch erstmal von vorne, von der Seite, von hinten. Und ja, da ist so eine Papphülle. Und okay, und da kommt jetzt das Spiel zum Vorschein. Vor der Rückseite. Und auf der Rückseite haben wir auch hier, ich denke mal, da geht es zur Anleitung. Da schauen wir mal, was da drin ist. So, dann haben wir als erstes natürlich die Spielanleitung. Die ist mehrsprachig. Und wir haben, wie viele Seiten haben wir zu lernen? Ja, das ist nicht viel. Es sind nur eins, zwei. Eins, zwei. Drei Seiten. Okay. Drei Seiten. Ist also nicht viel, was da drin steht. Aber in verschiedenen Sprachen. Ganz, ganz viel. Gut, deswegen ist das so dick. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ja, da ist einmal so ein Werbezettel für andere Spiele. Und hier kommen wir schon zu den Karten. Auch wieder in Papier. Hier haben wir einmal die Rückseite. Ja, die ist rot. Feuerrot, interessant, interessantes Artwork. Und dann haben wir hier blaue und mit Eiskristallen Karten. Unterschiedlich. So, das ist jetzt der erste Haufen. Und mal schauen, was wir in den zweiten finden. Ja, hier ist einmal, vielleicht ist das eine Kurzanleitung, lege ich mal zur Seite. Und hier haben wir auch wieder das gleiche. Wieder blaue Karten. Ab und zu mal kommt so ein Kristall. Und ansonsten alles blaue Karten. So, ja, Himmelgeschneegestöber. Und hier haben wir alles Feuer. Ja, das war's schon. Und ich bin mal gespannt, wie sich das spielen lässt. Das Spiel ist ja ab ein Spieler, kann man also auch alleine spielen. Ab 8 Jahre, 20 Minuten soll es gehen. Ja, ich bin mal gespannt. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tanja von die Hausis und natürlich Familie Enterich.